Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wir werden die Schneiderei, müssen wir ausbauen. Zum anderen überlege ich natürlich auch, ob ich die nicht versetze. Und zwar wäre doch da unten eigentlich ein ganz guter Platz sogar. Und zwar bei den ganzen anderen Leuten, die da fertigen. Wäre dann auch in der Nähe von den Schafen, was natürlich nicht relevant ist für die Produktion, aber einfach so vom gedachten Weg her, wenn es jetzt real wäre, dass die Sachen wirklich darüber gebracht werden und so weiter, wäre doch da unten eigentlich die Schneiderei nicht verkehrt. Und zwar hier in der Ecke, wo die Palisade ist. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich das hinbekomme, weil im Grunde haben wir noch viel Platz. Die Holzerer hier, die Holzfäller, die haben hier ihr Gebiet hier. Da werden wir auch hier noch Lager und so weiter mit ausbauen. Da könnten wir eigentlich mal ein paar Baumstämme reinschmeißen, oder? Keine Ahnung, schauen wir mal, 10 Stück mal reintun. Schaut nicht sehr viel aus, ne? Schaut nicht viel aus, aber ist egal. Dann machen wir hier mal ein paar mehr. Dann machen wir hier einfach mal... Ja, das ist ein wenig viel jetzt. Ja, machen wir doch mal 50 Stück hier rein. Das schaut schon ein wenig mehr aus. Okay, also da passen wirklich viele rein anscheinend. Geh halt da drauf. So, Holzstamm. Wir haben ja genug. Machen wir da einfach mal 140. Dann schaut es doch auch schon mal besser aus. Machen wir da aber auch nochmal welche rein. So. Passt. Passt. Ja, aber dekomäßig machen wir das dann später. So, jetzt halt hier. Jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass die Schneiderei hier reingeht. Und ich baue natürlich dann gleich die größere, die Zweier. Okay, die hat hier eine Tür. Das wäre, ja, das wäre sehr gut. Lass mal ein bisschen gucken, wo es am Weg dann aufhört. Weil dann würde ich die nämlich hier am Weg platzieren. Aber vielleicht ein bisschen näher an die Palisade da hinten ran, weil das bringt uns ja nichts. Na, ich bin schon wirklich immer sehr fummelig, ne, was das angeht. Aber ich glaube, das ist ganz gut. So, jetzt kann ich nur keine Lampen platzieren, weil mir natürlich wieder das Wollgarn fehlt. Nehmen wir mal den Hammer in die Hand. Aber ich möchte... Ja, hoffentlich kriege ich die dahin. Ich möchte hier im Grunde eine Laterne hinmachen. Und ich möchte hier eine Laterne hinmachen. Oder besser gesagt an dem zweiten Balken. Weil wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue. Wenn man sich das Gebäude von der Seite mal anschaut. Man erkennt es ja ein bisschen, ne? Mit den Balken. Also... Der Balken, der jetzt auf meinem weißen Punkt hier ist, da befindet sich, wenn ich jetzt richtig liege, links davon die Kiste und rechts davon das Spinnrad. Also wäre eigentlich da eine Lampe nicht verkehrt. Und die andere Lampe würde ich gerne hier in die Mitte machen, also zwischen den Eckbalken und diesem Mittelbalken. Da würde ich dann gerne die zweite Lampe hinmachen. Aber gut, das platzieren wir dann. Das ist nur die Frage, kann ich die Schafe scheren? Schafe? Ne, die sind alle erst bei 50%, also da müssen wir dann abwarten. Ich wollte ja schon mal 2-3 Tage weiterspielen einfach, dass wir vorankommen. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, komm, wir haben doch keine Eile, wir können doch das alles hier in Ruhe machen. So, da hat es ja geheißen, schöne Bushaltestelle. Man muss ja denken, das ist der Kutscher, ne, der hier vorbeikommt. Der kommt natürlich hier vorbei und sammelt die Leute ein. Aber so ähnlich wie eine Bushaltestelle schaut es definitiv aus. Ja. War ja auch ein bisschen so gewollt. Und ich würde sowas in der Art tatsächlich da hinten auch nochmal hinmachen. Aber gut, dann kümmern wir uns jetzt, weil wenn ich jetzt das mit der Schneiderei ja nicht machen kann, wegen der Lampen, dann kümmern wir uns halt einfach mal hier rum. Also ich würde hier gerne ein paar Holzstämme herschmeißen. Einfach zwecks der Deko XF. XF. Da muss ich jetzt halt bloß wieder
hin und her hüpfen, das ist das Einzige. Schauen wir mal, wie die hinfallen. Okay, und ihr kullert hier rüber. Aber das ist schon okay. Man kann ja auch nur ein paar solche Teile hier liegen lassen. Dann wollte ich mal probieren, ob ich hier eine Bretterwand ziehen kann. Und zwar direkt am Gebäude. Jetzt hoffe ich nur, dass der... Ja, der ist innerhalb. Das ist gut, aber das geht nicht, ne? Weil das wäre halt zu schön gewesen, wenn das jetzt halt hier ginge. Ach, du hast Hunger. Mensch, ich habe dir extra was gebraten, ne? Und dann habe ich es dich nicht essen lassen. Ja, wo ist denn das Fleisch da? Kannst du sogar alles essen. Du bist aber ganz schön hungrig heute. So, halt, warte mal. Du hast doch einen Eimer Wasser einstecken. Hier, Eimer mit Wasser. Da ist nicht mehr viel drin. Dann trink da mal. Ich brauche jetzt nicht außen rumlaufen. Probieren wir es nochmal. Bretterzaun. Hier haben wir ja einen Bretterzaun. Ich denke mal, dass das Problem wirklich das Dach ist. So, von daher, hier ist es zwar grün, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal ein kleines Ticki weg. Nee, es bringt nichts. Das haut nicht hin. Es ist komisch, dass das in grün angezeigt wird, wenn ich da eh nicht bauen kann. Müsste ich dann noch mal ein Stück weiter weg, ne? Wie ist es denn, wenn ich doch hier vorne anfange? Da, wo es grün wird. Ist zwar wegen doppelt gemacht jetzt dann, aber... Ach, das geht einfach nicht. Ja, das ist das, was auch Sandman ärgert. Dass man manche Sachen nicht platzieren kann, obwohl es eigentlich... Ah, eindeutig geht. Also vom optischen her ein auf jeden Fall funktioniert, aber es will einfach nicht das Spiel. Oh, das geht. Das geht. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Klopfen doch einfach mal hin, ist doch egal. Das schaut echt aus wie so ein Holzbretterverschlag, ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Das mache ich bei alle. Was summst du da für eine Melodie? Mir sagt die Melodie irgendwas. Da wird's rot. Und atme. Jawohl. Hier denn? Den könnten wir eigentlich gleich rüberziehen. Ja, das ist gut. Das ziehen wir gleich bis darüber. Da gehen wir aber diesmal sogar drüber raus. Und ziehen dann da noch ein Stück vor. Auch wenn es nicht wirklich dazugehört, sage ich jetzt mal, aber irgendwie hat es was, wenn das so ein bisschen eingebaut ist. Doch, das ist schon gut. Da kann man den Durchgang lassen, weil man muss ja irgendwie die Baumstämme da reinbekommen und das geht ja nicht nur von einer Seite, ne? Das ist gut. Dann könnten wir... Ich hoffe nur, dass es geht. So ein kleines Stück hier Weg reinmachen. Vielleicht nur bis daher. Weil ich möchte nämlich dahinter nicht unbedingt rauskommen. So. Dann könnte man, weil dann ist das eben wie so ein Durchgang. Den da. Das wäre von hier... Ja, würde ungefähr passen. Ein dritter wäre schon nicht schlecht, weil dann sind die Teile nicht so breit, als wenn ich nur jetzt zwei habe.
viel haben mich noch an Stöcken? Nicht viel, obwohl ich die ganze Zeit auch im Sammeln bin, ne? Aber das ist doch gut. Dann könnte man hier vielleicht mal eine Fackel einfach herstellen. Oder hier beim Baum, wenn das geht. Hier so in die Ecke. Kann ich noch eine bauen? Ja, eine kann ich noch bauen. Hier vielleicht noch eine her. Jo. Das passt mir. So, jetzt ist aber auch der Tag rum. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Wolle im Lager. Dann holen wir uns die nämlich mal. Na komm. Wolle, 10 Stück. War das nicht mehr, was die jeden Tag macht? Ich dachte, da wird mehr hergestellt. Nee, das ist falsch. Du musst hier gucken. Hühnerstall, Pferd, Schweine, Schafe. Ach so. Ja, das waren nur knapp 17 waren das. Ich glaube, ich habe gesagt 70 oder sowas. Ach nee, das war beim Dünger. Das war beim Dünger war das. Na gut. Aber das bringt uns nicht weit, ne? Das ist das Blöde. Also gehen wir ans Feuer, schlafen. So, Servusler, ich lege mich jetzt da mal zu euch her, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Schnellspeicherung. Schlafen. Einmal zack, nächster Tag. Jawohl, gut. Ist auch gutes Wetter. Brauche ich da schon mal nichts machen. Dann machen wir hier weiter. Ups, Entschuldigung. So, da bin ich nur immer noch am Überlegen, wie ich das mache. Ne? Man kann das im Grunde 3 Grundstücke mäßig machen. Das machen wir jetzt einfach auch mal. Na komm. Ich muss aber weit weg. So, bis davor zum Weg. Das machen wir jetzt halt hier genauso. Und dann bauen wir die mal ein wenig. Ist jetzt zwar schräg zum Weg, aber gerade zum Haus. Dann passt es schon. So, wir machen hier Lattenzaun oder Mauer. Ich glaube, hier könnte ich einfach mal einen normalen Lattenzaun machen. Da ist jetzt dann wieder nur die Sache, ne, mit der Tür. Ja, aber das... Ich will das so haben. Ja, und da komme ich dann über den Weg drüber, ne? Und das geht nicht. Okay. Mach den nochmal weg. So, jetzt kann ich den aber nicht mehr so schön ansetzen wahrscheinlich, wie ich es gerne hätte. Insofern darf ich dann jetzt den hier auch nochmal weghauen. Mal, dass wir das schön erwischen. Ungefähr hier. Da wird es rot, also ein Stück weiter weg. Und da muss ich dann halt ein Stück raushauen für Tür. Es geht halt nicht anders. Ja, das passt schon. Muss ja auch nicht immer so gerade sein, ne? Mal gehe ich jetzt da nach hinten zum Haus? Ich würde sagen, ja.
So, dann wäre nämlich das bei dem Grundstück, wäre das dann der Schleichweg hier nach hinten. Und bei dem ist es dann natürlich der Schleichweg da nach hinten. So, mach den Weg nochmal weg. Vielleicht zuerst die Zäune anreißen sollen. The best ones are always taken. Ja, tut mir leid. So. Dann ist jetzt natürlich wieder die Sache mit dem Zaun anschließen, ne? Nee, was willst du denn jetzt da? Hier, den Bretterzaun. Ich lasse sie auch mal angerissen. Also ich mache da mal noch nichts weiter, weil ich das probieren möchte, auch mit den Straßenlaternen, ob ich die näher ranbekomme. Ja, das wird schon passen. Was? Ich glaube, wenn ich ungefähr in die Flucht von dem Ding hier komme, wäre es nicht schlecht. Also hierhin. Dann vor bis an den Weg. Da wird es rot. Dann gehen wir dahin. Und hier geht es nicht, weil irgendwie der Weg wahrscheinlich einen Knick macht oder was weiß ich. Also gehen wir ein Stück rein. Da geht es auch nicht. Das heißt, ich teile das Ganze nochmal. Ja, gut, dann geht das wenigstens. Wunderbar. Weil dann kommen nämlich hier, da muss ich nur mal gucken, wo die Türen dann reinpassen und kommen da Türen rein. So, hier machen wir einen von diesen Zäunen, weil die Schneiderei braucht ja nicht viel Platz im Grunde, ne? Und für die Holzfäller brauchen wir da schon ein bisschen was zum Lagern. Dumm, ich würde sagen, wir fangen hier an mit dem Zaun. Hier anfangen. Und warum kann ich dich jetzt nicht dahinter ziehen? Da wirst du grün. Was ist denn da im Weg? Da ist doch nichts. Ja, das ist wieder so eine Sache, ne? Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Nicht wegen dem Stein, bestimmt nicht, weil der verschwindet ja. Oh, das ist ja wieder. Das ist ja schon wieder was. Ich meine, dann fangen wir bei dem Stein hier an. So, Weg, ein Stück weg vom Weg. Grün, grün, grün. Grün, okay. Schauen wir mal. Das müsste, ja, warum nicht? Hier so kerzengerad aus. Das müsste passen bis daher, da wo es halt dann geht. So, da war ich jetzt aber, glaube ich, ein wenig zu schnell, weil ich wollte nämlich noch da so einen Durchgang mit hermachen. Ach doch, das geht. Ich habe gedacht, dass ich da vielleicht nicht so reinklitschen kann wie sonst üblich. Und vom Weg her würde das eigentlich eher so passen, ne? So. Dann wäre das im Grunde so der Eingang zu den Holzfällern. Da vorne haben wir auch einen. Und dann können wir hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Da würde ich dann, naja gut, das mit dem Fenster haut nicht ganz hin, ne? Mit dem Rollo. Mit dem Fensterladen. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Ich könnte das. Ja, doch, ich ziehe das einfach geradeaus dahin und fertig. Ja, es passt schon. Das ist okay. Da müssen wir jetzt auch nichts mehr weitermachen. Und Lampen und so weiter muss ich eh mal gucken, wie die dann gestellt werden.
So, dann kommt hier noch ein Lattenzaun. Den können wir dann sogar richtig schön hier drin anfangen. So. Kann ich das geradeaus davor ziehen? Nee. Kann ich nicht. Aber macht denn nichts. Dann gehen wir hier ein Stück hinter. Dann komme ich da nicht ran. Okay. Wie ist es hier einfach ran? Ja, das schaut bestimmt dämlich aus. Und dann müsste ich da irgendwo an der Stelle, wo zwei Teile zusammenlaufen. Dann hätten wir hier vielleicht so eine Ecke, dann kann man ja da nochmal eine Bank hinstellen oder sowas. So, schauen wir mal wegen Türen. Das wäre in dem Fall ja dann Lattenzaun. Aber ist immer wahrscheinlich zu breit für die Stellen. Das haut auch nicht hin. Das ist alles. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich dann raushauen könnte. Das sind da vielleicht eine Tür reingeben. Mal probieren. Nein. Wenn du einen Hammer nicht in der Hand hast, dann ist es schöner. Nimm mal den Hammer weg. Das geht nicht, ne? Jetzt, aber dann sehe ich den Zaun wieder nicht. Okay. Dann drehe ich die Tür. So, hier könnten wir es ja auch mal wieder so machen, dass die Tür so offen steht. Gucken wir einfach mal, wie das ist. Ja, steht halt die Tür schon ein bisschen offen, das macht ja nichts. Mal wieder was anderes, ne? Dann könnten wir das eigentlich bei denen auch so ein bisschen andeuten. Jetzt ist nur die Frage, wo haue ich noch raus? So, von der Breite her würde das eigentlich ganz gut passen hier, ne? Wenn wir das dann auch noch ein bisschen schräg machen, dass es wie offen ausschaut, dann passt es. Also machen wir dann da den dritten raus und hier machen wir... Ja, auch den mittleren raus. So, also dich da. Und dich. So, da könnten wir allerdings die Tür jetzt mal anders rumdrehen. Ja, das schaut doch schon echt gut aus hier. Und hier können wir es sogar richtig zumachen. Das wäre natürlich toll. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann mache ich das da auch so ein bisschen offen. Aber ich bin zu weit weg hier. Och, nimm den Hammer weg. Ich würde echt gerne den Hammer manchmal auf die Seite legen, aber trotzdem sehen, wo ich das anreiße. Es könnte passen. Ja, ich glaube, das ist schon okay. Wie gesagt, das schaut zwar dann aus, als wären die Türen hier offen. Also nicht richtig zu, aber das stört ja im Grunde nicht. Ne? Welches hingekloppte Nageltürchen wird schon gerade sein? Ich glaube, keins. Hier weiter. Bretter haben wir ja genug, da können wir jetzt halt endlich auch mal wegen was fertig machen. Wunderbar. Das ist doch wunderbar, oder? Was sagst du, Domasul? Ist gut, oder?
So, jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Bank herkriegen. Da würde ich eine einfache Sitzbank hinmachen jetzt. Bei den Häusern passt immer eine Bank, allerdings unter dem Blumenkasten ist auch ein wenig komisch, ne? Aber du stehst nicht richtig. Ja, so, das schaut schon besser aus. Stellen wir mal hier hinter dir Ding noch eine. Oh, komm jetzt. So. Was können wir noch? Die großen Pflanzkübel können wir natürlich verwenden. Die mag ich eh recht gern. Dann kommt jetzt da unten drunter einfach nochmal einer unter das Fensterbrett. Unter den Fensterdingsbums hier. So, sowas wie Hecken müsste es auch geben, ne? Oder etwas größere Büsche, die man da rein platzieren kann. Nee, ist das schon gut. Ruhig ein wenig enger zusammenstellen, das macht nichts. So. Oh ja, da geht auch noch einer hin, das ist schön. So, was machen wir hier? Pilzenkraut. Johanniskraut. Wegwarte. Gänseblümchen. So. Das ist doch mal was. So. Dann. Ich bin immer noch am Überlegen wegen den Steinen, ne? Aber ist okay. So, dann würde ich sagen, wir machen vielleicht noch so normale Blumentöpfe hier so neben den Eingang. Weil eine Laterne haben sie ja oben, also eine Lampe. Nein, du hast keine Laterne. Moment. Weil eine Lampe muss da nicht unbedingt sein. Die habe ich ja überall nicht. Habe ich wahrscheinlich das Material nicht gehabt. So, dann sind nämlich die drei Häuser hier. Dann ist das hier der Holzweg im Grunde, ne? Weil ja hier die Holzerer sind. So, dann machen wir mal hier noch was rein. Löwenzahn habe ich, glaube ich, noch nicht. Hier passt dann die Wegwarte wieder schön rein. Und hier das Pilzenkraut. So. Dann stellen wir den lieben Leuten hier mal eine Bank noch mit her. Aber ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen gerade stehst. So. Vielleicht mal einen Tisch dazu. So einen kleinen, einfachen Stammtisch. So, das ist nur die Frage, kann ich da vielleicht noch so einen Sichtschutz hermachen? Weil wie das dann von außen ausschaut, ist ja egal, ne? Außer, ich mache den von außen. Dann müsste das eigentlich sogar ganz gut passen mit dem Durchgang da. Schauen wir mal. Ja, das taucht mir. Das taucht mir schon. So, da haben wir den Holzweg. Da ziehen wir jetzt auch noch schneller mal einen Weg rein. Und, na komm, passt schon. Ist das im Grunde der Weg für die Zulieferer und auch vielleicht den ein oder anderen Kunden? Mal gucken, ob ich noch Marktstände und sowas reinpacke. Das könnte schon durchaus sein. Tore-mäßig gibt es, glaube ich, nicht wirklich was Schönes. Ne? Kann ich dich direkt ans Haus pflanzen? Nee, ne?
Achso, ne, da ist ja eh der Baum. Das bringt mir ja dann nichts. Also ich meine, aufgehen tut die Tür trotzdem, aber das ist ja dämlich. Wie ist denn das, wenn ich da zumache? Bis ins Haus ran. Geht nicht, weil irgendwas im Weg ist. Okay, naja gut. Da haben wir auf jeden Fall noch genügend Möglichkeiten, um weiterzumachen. Gut, war es das heute. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen Wolle zusammensammeln kann. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.